Hallöchen Leute, willkommen wieder mal zurück zu Super Paper Mario und ihr seht ganz richtig, Luigi ist hier. Wir sind nicht mehr länger in unten drunten, wir sind wieder zurück in Flipstadt und haben sogar Luigi mitgebracht. Und er ist laut dem Lichtprognostikern offenbar auch der vierte Held. Ich finde es nur echt schade, dass man in Super Paper Mario Luigi erst so spät ins Team bekommt. Wobei Peach und Bowser ja immer noch fehlen, wir wissen immer noch nicht, wo die sind. Aber wir haben von Königin Mortimi das revitalisierte reine Herz bekommen. Und das müssen wir natürlich jetzt in Flopstadt wieder in eine Herzsäule einsetzen. Und deswegen mache ich mich da gleich mal auf den Weg dorthin. Und ich glaube, Luigi brauche ich ja sogar, um die Herzsäule erreichen zu können. Das ist die, die wir schon einmal gesehen haben, aber da konnten wir nicht hin. Ja, weil Luigis besondere Fähigkeit ist ja der Supersprung. Er kann richtig schön hoch springen. Yeah, richtig geil. So, bitte geh jetzt in die Röhre rein. Und da sind wir wieder in Flopstart. So, ich war übrigens offscreen noch einmal kurz pennen und habe jetzt meine KP auf 45 komplett regeneriert. Weil in unten drunten leben doch ein paar ziemlich fiese Typis. Vor allem viele Knochen trocken sind dort zu finden. So, ich brauche jetzt aber trotzdem Mario. Wegen 3D. Denn die Herzsäule, die ich suche, befindet sich in einem Außenbezirk etwas weiter unten. Das ist so geil. Endlich mal ein Mario-Rollspiel, wo man alle vier Charaktere steuern kann. Mario, Peach, Bowser und jetzt halt auch noch Luigi. Aber den bekommt man halt um so vieles später als die anderen ins Team. Aber was soll's. So, eher ins Außenbezirk. So, ich glaube, ich muss jetzt aber noch eins weiter runter. So, was macht ihr denn hier? So, hier ging es zu der vorigen Herzsäule, aber jetzt geht es hier noch eine Ebene weiter runter. Und hier im UG1 Außenbezirk müsste jetzt eigentlich die Herzsäule sein. Und zwar, genau, gleich hier drüben, seht ihr? Und hier kommt auch nur Luigi mit seinem Supersprung hin. So, alles klar. Aber ich finde trotzdem, Mario sollte wieder derjenige sein, der das reine Herz einsetzt. Und genießt wieder diese geile Musik. Nur noch ein weiteres reines Herz. Wir müssen schnell sein. Wir müssen Blumier aufhalten. Was habe ich gerade? Blumier, Moment. Wer ist das? Was rede ich? Tippi, alles in Ordnung? Das war jetzt eine etwas seltsame Bemerkung gerade. Naja, auf jeden Fall. Logisch, ein violettes Herz hat eine violette Tür erscheinen lassen. Und die führt uns in Kapitel 7, wo wir das letzte reine Herz finden. Hoffentlich. So, warte mal, wenn ich hier noch weiter runtergehe, dann müsste ich doch eigentlich wieder... ja, ich mach das mal so. Eigentlich Luigi, der hat natürlich so ein bisschen weniger Bodenhaftung auch, so wie in anderen Games auch. Mario ist ja dann doch mehr der Allrounder. Ja, und hier unten war ich ja auch schon mal, da habe ich diese ganzen beweglichen Blöcke, die vorher unsichtbar waren, habe ich sichtbar gemacht. So, man, stirbt gefälligst. Dummes Schwein. So, erst mit 420.000 Punkte gibt es erst das nächste Level ab. Das dauert ja noch voll lange. So. Okay, ne, ich will jetzt trotzdem, weil sonst müsste ich den ganzen Weg wieder rauflatschen, aber weil hier habe ich mir eine Röhre bauen lassen von Röhrenwert für 100 Münzen. Ist auch gleich hier. Also jetzt nicht die dort, sondern die andere. Ich meine, das ist natürlich die hier hinten. So, die bringt mich sofort wieder ganz nach oben.
Was kann ich, soll ich hier auch nochmal was kaufen? Ich habe noch ein paar Sachen letztens gekauft. Keinen schlechten Tag. So, wie geht's? Alles klar? So, kaufen. Boah, 80 Münzen für einen Superpilzmix ist schon heftig. Das ist alles so teuer. Nee, nee. Sorry, wir kommen nicht ins Geschäft. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Naja, vielleicht doch nicht. Ich habe mir zuletzt einfach nur hier einen Feuerstoß und einen Pilzmix gekauft und den Powerblock wieder abgeholt, den ich eingelagert habe. Den Superpilzmix habe ich noch gefunden in unten drunten. Also damit sollte hoffentlich so schnell nichts passieren. Okay. Gut, dann geht's jetzt natürlich wieder zurück nach Flippstadt drauf auf den Turm und ab in Kapitel Nummer 7. Was anderes können wir im Moment sowieso nicht machen, wo Peach und Bowser ja noch fehlen. Ist das schön, wenn man jetzt hier endlich mal alle Türen sieht. Die rote Tür, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau und zum Schluss violett. Ist das eigentlich schon mal aufgefallen? Das sind die Farben des Regenbogens. Dimensis brutaler Angriff hatte Mario und seine Freunde getrennt. Luigi hatte er zum Glück wiedergefunden, aber keine Spur von Peach oder Bowser. Wo waren sie nur und welche neuen Gefahren würden auf sie lauern? Es war an der Zeit, durch das 7. vom reinen Herz geöffnete Tür zu gehen. Und wieder erblickte Mario einen Albtraum von einer Landschaft vor sich. Kapitel 7.1 Unterirdische Erholung. Es ist so dunkel. Ich frage mich, welche Art von Welt dies hier ist. Was ist denn, Mario? Oh. Huch. Das ist also dieses unten drunter, von dem du zuvor gesprochen hast. Ich frage mich, warum uns das reine Herz hierher geführt hat. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Jetzt sind wir wieder zurück in unten drunter. Was ist hier los? Verarschen? Hallo, gerade in unten drunter angekommen? Bitte? Du warst schon einmal hier? Der war gut. Die Königin mag solche Witze aber so gar nicht gerne. Halt dich bei ihr eher zurück. Hallo, wie läuft denn dein Spiel nach dem Spiel? Wenn du dich müde fühlst, dann ja, hüpfen die Springbrunnen. Der füllt meine KP wieder auf. Aber ich hab sie sowieso gerade voll. Natürlich wird man sich jetzt echt fragen, was ist das jetzt für eine Kacke? Dass wir schon wieder hier unten sind, wo wir doch eigentlich erst wieder zurück sind von unten drunten. Das kann ja eigentlich nur eines bedeuten. Es gibt noch ein reines Herz hier unten. Aber was heißt noch eines? Das andere ist ja aus Milits Königreich gewesen. Das wurde ja nur wieder mit Energie voll getankt. So, den Typen brauchen wir nicht. Wir können selber schwimmen. So, na, komm schon, sehr gut. Da spare ich mir wenigstens 4 Münzen. Na gut, muss ich halt nochmal mit der Königin quatschen. Was ist jetzt hier los? Willkommen in... Moment, wieso bist du zurückgekehrt? Ihr seid Königin Mortini? Mein Name ist Tippi, Mara und ich sind befreundet. Wir sind gekommen, um das in dieser Welt versteckte reine Herz zu finden. Wie bitte? Ihr sammelt reine Herzen? Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht sollte ich sogar die Held im Prognostikon erwähnt werden. Aber seid ihr wirklich die Legendären? Bedeutet das, dass ihr ein reines Herz für uns habt, Königin Mortini?
Der Aufmesser des reinen Herzens unterliegt strengster Geheimhaltung. Es tut mir leid, aber ich kann euch leider nichts zu diesem Ort sagen. Vielleicht kann es euch aber Opapi in oben droben weiterhelfen. Mutter! Meine Sachen sind gepackt. Ich bin bereit für die Rückreise nach oben droben. Oh, du bist zurück? Wurde denn das Spiel diesmal wahrhaftig beendet? Da fällt mir ein, könntet ihr Helden die Bibi nicht nach oben droben mitnehmen? Sie zurückbringen? Wieso benötigt ihr dazu unsere Hilfe, Hoheit? Ein Monster befand sich einst hier unten in Gefangenschaft, aber ein Erdbeben hat es vor kurzem befreit. Diese neu gewonnene Freiheit nutzt es aus und macht unser Hoheitsgebiet unsicher. Ich kann meine Tochter doch nicht allein gelassen, solange dieses Monster alle Gebiete meines Reiches unsicher macht. Begleitet ihr sie, öffne ich euch gerne den Weg nach oben droben. Ich werde Opapi ausrichten lassen, dass sie kommt. Ihr könnt ihm dann Fragen zum reinen Herzen stellen. Was denkt ihr? Ich würde sagen, das ist eine gerechte Übereinkunft. Ja, sehe ich auch so. Ich danke euch. Dieses Monster macht uns ganz schön zu schaffen. Die Dämons und ich haben alle Hände voll damit zu tun, den Ärger in Grenzen zu halten. Geht einfach durch diese Tür und dann immer nach oben, um oben droben zu erreichen. Und achte darauf, dass Libidi sicher bei Opapichen, Opapi ankommt. Hihi. Aber schließt eure Augen beim Aufstieg, sonst erliegt ihr noch meinem Liebreiz. Bitte, er ist nicht so oberflächlich. Wer bist du denn, das Fräulein mit der scharfen Zunge, etwa eifersüchtig? Schmachtet das kleine Fräulein den bärtigen Herrn vielleicht hinterher? Und wen schmachtet sie wohl mehr an, den roten Herrn oder vielleicht den grünen? Wie bitte, ich... Werden die Bäckchen des Fräuleins etwa rot? Eine Liebe, wie heiß wie 1000 Sonnen brennt tief im Inneren des Herzens dieses Fräuleins. Da gibt es keine Zweifel. Nun, wie auch immer. Schöne Bewegung bleiben. Ja. Die sind sehr frech. Naja gut, dann danke erstmal. Es geht also nach oben droben. Und hier haben wir auch schon den Herzblock. Weil hier in 7.1 müssen wir ja so gesehen gar nichts mehr machen. Also dann... Ich suchte einen Prinzen, aber was fand ich? Einen älteren Mann voller Haare. Welch Grauen, mir sitzt immer noch der Schreck in den Gliedern. Libidi wiederholte ihren Text immer und immer wieder, während sie mit unseren Helden reist. Sie schien nicht wirklich glücklich über ihre Lage zu sein. Eines konnte man ihr jedoch nicht absprechen. Sie hatte eine Unmenge Energie. Bewege deine Beinchen, das Glück ist nicht mit den Faulen. Luigi dagegen war glücklich, wieder mit seinem Bruder vereint zu sein. Von Peach und Bowser sah man immer noch weit und breit keine Spur. Und so machten sich unsere Helden auf den Weg zur Straße in unten drunten. Kapitel 7.2 Drei versiegelte Türen. Endlich, ein Weg, über den wir unten drunten verlassen können. Die Straße in unten drunten. Wir erreichen also oben drum, wenn wir immer weiter nach oben gehen? Selbstverständlich, man sollte diese Erkenntnisse eigentlich für gegeben halten. Mein Herz weint bei dem Gedanken, nach oben droben, zurückzukehren, ohne meine wahre Liebe kennengelernt zu haben. Nun sag mir, Tebi, glaubst du an die Vorstellung eines Seelenverwandten? Ich weiß nicht so... ich denke, wir können diese Antwort unter unschlüssig verbuchen. Oder vielleicht unter unerwidert in deinem Fall. Haha! Was? Lächerlich! Ich meine, ich... Hihi. Wie einfach es doch ist, dich an der Nase rumzuführen, werteste Tibi. Und nun breche ich mir Bahn. Fangt mich doch, falls ihr dazu in der Lage seid. Was ist das denn für ein komischer Satz? Und nun breche ich mir Bahn? Hab ich nie gehört. Hey, wo bist du hin? Sie ist eine einzige laufende Stimmungsschwankung. Völlig labil, oder? Ja, Straße unten drunten. Okay, hör zu, hinter dieser Tür ist die Straße unten drunten. Da ist es so dunkel, dass man die Dunkelheit fast schon schmecken kann. Und sie schmeckt nach Gefahr, nur damit wir uns richtig verstehen. Ihr seid also Touristen, wie? Habt ihr brennbares oder Lichtquellen dabei? Entschuldigt, aber ich muss das fragen, wir wollen, dass es dort zu dunkel bleibt. Ja, okay.
Oh mein Gott, der Typ hat echt nicht gelogen. Hier ist es wirklich verdammt dunkel. Hey, Bini, warte! Warte doch! So, warte doch! Ah, ein Pilz! Ja, super, ich kann sie... scheiß Hand! Ich kann sie ja kaum sehen. Die ist aber ganz schön flink, die Kleine. Ja, kommt die Hand vor Augen. Ja, der hat gerade richtig gesehen, hier unten gibt es Buhus, die ebenfalls in die 3D-Perspektive wechseln können. Ich glaube, die heißen eh Dunkelbuh oder so. Oder Finsterbuh. Oh, was haben wir denn hier? Ah, gleich mal eine Finsterbuh-Karte, da bitte, und schon mache ich den doppelten Schaden. Das kommt ja wie gerufen. So, warum komme ich hier nicht mehr rauf? Verdammt. Dann eben so. Gut, dass ich die Karte gerade gefunden habe, weil die sind schon ziemlich nervig. Weil sind hier ganz schön viele von denen. Zack. Yeah, aber der gibt 700 Punkte. Gar nicht mehr so übel. Mensch, Libide, warum kannst du denn nicht einmal auf uns warten? So. Eine Tür, eine mysteriöse Kraft scheint sich geschlossen zu halten. Was zum Teufel? Mysteriöse Kraft scheint sich geschlossen zu halten? Warte mal, ich glaube, da muss ich drauf zeigen. Ih, scheiß Hand! Frechheit. Diese Tür ist keine gewöhnliche Tür. Halt, wer begehrt Einlass? Seid ihr Reisende? Tut mir leid, euch aufhalten zu müssen, aber ich muss euch überprüfen. Königin Martimi verlangt, dass ich diese Tür bewache. Mein Name ist Lasse Einer 1. In dieser Gegend treiben sich jede Menge Unholde herum, daher ihre Routinekontrollen. Wir können Zeit kosten, es sind nur ein paar Fragen. Beantwortet sie richtig und ihr könnt eure Reise sofort fortsetzen. Hier die erste Frage. Ich warne euch jedoch, die Fragen sind nicht von schlechten Eltern. Dämon 1 betritt einen Laden, kauft dieselbe Anzahl Tomaten und Auberginen. Eine Aubergine kostet 7 Münzen, eine Tomate kostet 10 Münzen. Dämon hat eine von seinem Einkauf 50 Münzen, danach nur 5 Münzen. Das sind die Fakten und hier die Frage. Wer ist die mächtigste Person in unten drunten? Was war das denn jetzt gerade für ein Quatsch? Königin Martimi? Königin Tortellini? Königin Mortadella? Nein, das ist natürlich Königin Martimi. Richtig! Nächste Frage. Düstero B kauft 667 Stifte und 108 Laptops. Ein Stift kostet 13 Münzen, ein Laptop 42 Münzen. Da er nicht genug Geld bei sich hat, hebt er 3756 Münzen von seinem Konto ab. Das sind die Fakten. Und hier die Frage, wie lautet mein Name? Hasse Eimer 3, Lasse Einer 1, was ist Leimer 2? Nee, Lasse Einer 1 heißt du doch. Ist dir ja gerade vorgestellt. Richtig! Und nun die letzte Frage. Panda A und Panda B gehen zum Apfelberg, um einen Tag lang Äpfel zu pflücken. Insgesamt befinden sich 120 Apfelbäume auf dem Berg und jeder trägt genau 20 Äpfel. Panda A benötigt 10 Sekunden zum Pflücken eines Apfels. Bär B benötigt für jeden Apfel hingegen 20 Sekunden. Das sind die Fakten. Und wir nun die eigentliche Frage, wie viele Äpfel können maximal gepflückt werden? So eine scheiß Frage hasse ich. 240? Falsch. Das war leider nicht die richtige Antwort. Ey, du bist doch scheiße. Ich will nochmal. Ey, solche behinderten Mathe-Rätsel sind einfach für'n Arsch. So. Jetzt muss ich die Fragen natürlich, die erste Frage ist jedes Mal dasselbe. Vor allem die ersten zwei Fragen überhaupt keinen Sinn ergeben. Der macht mir irgend so eine komische Mathefrage und dann wär's die mächtigste Person, Königin Martimi, richtig. So. Du willst mich doch hier komplett verarschen. So, Lasse Einer 1 heißt du. So. Dann vielleicht 140. Was auch falsch, ey Mann! Ey, das ist doch... Nein! Ich hasse das. Ich hab das damals schon gehasst. Ich kann mir das nur nicht merken können von damals. Das ist so eine behinderte Scheiße. Was interessiert mich, wie viele Äpfel die pflücken können? Das geht mir am Arsch vorbei. Ernsthaft. Ist mir scheißegal. So. Dann kannst du nur noch mehr... 20 Äpfel. Habe ich Zeit, hier Kopf zu rechnen? Vergiss es. Ja, dann 2400 Äpfel. Ja, richtig. Ihr scheint in Ordnung zu sein. Macht euch auf den Weg. Wie so ein fieser Sack. Nee, sorry, so Mathe-Rätsel finde ich einfach nur scheiße. Ist so. Oh Gott, was macht hier so ein Lärm?
Was ist hier los? Ich sollte mal lieber speichern. Huch, was wollt ihr denn? Ich würde ja gerne ein wenig plaudern, aber wir sind im Moment ziemlich beschäftigt. Wir müssen nur auf schnellsten Weg nach oben droben. Leider wissen wir nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Nach oben droben? Seht ihr die Tür zu eurer Linken? Da müsst ihr durch. Leider können wir sie im Moment nicht öffnen. Denn hinter dieser Tür hier haben wir ein Monster aus unten drunten eingesperrt. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es dort auch bleibt. Ja, es ist in Kamos ein Gefängnis. Da sprechen wir von einem derselben Monster. Aus Sicherheitsgründen haben wir beide Türen verschlossen. Dieses Monster ist eine Bestie, kein Vergnügen. Wenn es wieder wütet, möchte ich nicht der Dämon sein, der es aufhalten muss. Solange es nicht gebändigt ist, können wir die Tür nach oben drum nicht öffnen. Was denkt ihr? Wollt ihr es suchen? Na klar. Ich habe nur Spaß gemacht. Niemand wäre so dumm, sich mit diesem Biest anzulegen. Sekunde, du hast ja gesagt? Geht's noch? Du meinst das ernst? Du glaubst ernsthaft, dass du das schaffen kannst? Bombenidee, klingt nach einem richtig pfiffigen Plan. Dann mach dich mal auf den Weg. Ich schick dir deinen Verwandten dann ein Bärtchen. Seien wir mal realistisch, dein Spiel wird enden. Falls nicht, helfen wir dir nach Kräften. Dann lass mal sehen, was du drauf hast, Champion. Bin ich hier? Was ist mit diesem Typ mit den Sonnenbrillen los? Wieso fallen die mich da nicht an? Wieso ist es hier so dunkel? Peach ist auch nicht hier und ich hab Hunger. Womit habe ich das verdient? Hey, Mario und Tippy? Nur ihr? Wo ist Peach? Das wissen wir auch nicht. Wir suchen auch nach ihr. Sie ist also definitiv nicht hier. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aha, ich durchschaue deinen Plan. Du willst dich zwischen mich und Peach stellen. Du hast nur auf eine Chance gewartet, mir einen Feuerball in den Rücken zu jagen. Nein, wir wissen wirklich nicht, wo Peach ist. Wir wissen lediglich... Aus dir stampfe ich die Wahrheit schon noch heraus. Attacke! Oh nee, es ist also Bowser. Er ist dieses Monster hier unten. Oh Gott, der dreht es hier gerade komplett durch. So, na warte. Boom! So, ich glaube, Knüppel wäre vielleicht sogar noch etwas besser. Warum kann ich das jetzt gerade nicht? So, jetzt geht's wieder. Knüppel aus dem Sack! Oder vielleicht lieber Knüppel auf den Sack! Dann kommen wir gefälligst wieder zur Vernunft, wir sind doch ein Team! Das ist typisch Bowser! Halt still! Du sollst stillhalten, verdammt! Mistkerl. Er lernt aber auch nichts dazu. Ah, Mist, wieso verliere ich denn immer? Wo liegt mein Problem? Aber ich gebe nicht auf. Und werde es ewig dauern, dich nach unten drunten zu verfrachten. Ich sage das nur ungern, Bowser, aber wir befinden uns bereits in unten drunten. Hä? Von was redest du da? Sehe ich aus wie jemand, das im Spiel vorbei ist? Mario und du, ihr wurdet ins Land der beendeten Spiele geschickt. Wir hatten keine Ahnung, was mit euch oder Peach geschehen war. Das wird ja immer schlimmer. Peach ist das wirklich da draußen allein und verloren? Wieso hast du das denn nicht sofort gesagt, du Idiot? Wir hätten uns das Geschwätz sparen und mit der Suche beginnen können. Bowser hat sich deiner Gruppe Nord angeschlossen. Worauf wartet ihr denn? Los jetzt! Hey, du bist es und dein Spiel ist noch nicht vorbei. Bist du davor gerannt? Was? Du hast es besiegt? Yeah. Wirklich? Niemals! Wow, das fasse ich nicht. Wir danken dir. Du bist wirklich ein Mensch der Tat. Dieser Schlüssel öffnet die Tür nach oben droben, führend im Gebiet. Yay! Schlüssel. Nicht schlecht. Damit wäre das Problem gelöst. Ich stehe hier weiter, Wache, und ihr sucht den Rest der Monster da draußen. Sofort! Nach einem kleinen Tipp, du wirst dich durch viele dunkle Ecken kommen, oder? Wieso zündest du nicht einfach die Wandleuchte an? So erleuchtest du selbst die dunkelsten Ecken. Bedenke aber, dass die Wandleuchte nach einiger Weile wieder erlöschen. Fällt dir jemand mit einem heißen Atem ein? Verdonner ihn zum Wandleuchterdienst. Okay, Leute, Bowser ist wieder mit von der Partie.
Libidi ist irgendwie auch wieder da. Gut, ich werde es aber speichern und hier mal Schluss machen. Und diese Tür hier in der Mitte, die öffnen wir dann erst im nächsten Part. Und hoffentlich kommen wir da auch schon in oben drum an. Mal sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.